ehemalige Ferienwohnung in Baden-Württemberg zu einem richtig guten Markttiming eingekauft. Während Corona, da ging halt nichts. Und wenn du erfahren willst, die Insider-Infos zu dem Deal, bleib dran. So, wir sind jetzt gleich da hier bei unserer Ferienwohnung. Die haben wir ganz frisch gekauft, wobei so frisch ist auch nicht mehr. Ich glaube, Februar war die Besichtigung, jetzt haben wir September, also schon länger her. So Februar war die Besichtigung, der Prozess und so weiter, haben wir jetzt bestimmt schon 4 Monate im Bestand. Und es war ein interessanter Einkauf, denn das war eine ehemalige Ferienwohnung, die lief nicht mehr. Es waren alte Eigentümer, jetzt sehr alte Herrschaften, die wohnen ganz weit weg im Ausland, nicht mal EU. Und die lief nicht mehr, die Ferienwohnung, und wegen Corona, ganz klar wegen Corona. Und das hat dann dazu geführt, dass die Eigentümer sich überlegt haben, so hey, wir verkaufen die Wohnung jetzt einfach mal, genau. Und zu dem Zeitpunkt war so, Ferienwohnung-Business war down, ging gar nichts. Man konnte nicht mal buchen, durfte man nicht und so weiter. Und dann habe ich die Wohnung besichtigt, habe die angeschaut und tatsächlich, weil alle immer fragen, wie wir das machen, Höchstgebot abgegeben, bei der Besichtigung deutlich über Angebotspreis, Zuschlag erhalten, und so stand die Wohnung jetzt 4 Monate da. Die Wohnung hat einen ganz guten Zustand, ist möbliert und war halt immer mal wieder Ferienwohnung bewohnt. Klar, so ein bisschen Abnutzungssachen gibt es schon, man kennt es, man ist in der Ferienwohnung. Ich will jetzt niemand zu nahe treten, aber wenn es nicht sein eigenes ist, passt man nicht so drauf auf, wie wenn man irgendwo im Mieter ist oder so. Also ist ja normal. Und jetzt gehen wir mal rein oder fahren mal hin zur Wohnung und ich zeige euch das alles mal. So, zweiter Versuch, falsches Treppenhaus. 6. Stock im falschen Haus. Endlich haben wir die Wohnung gefunden. 1/2 Stunde gesucht, ey. Das ist so ein riesengroßes Haus mit 4 Aufzügen. Und pro Aufzug gibt es dann keine Verbindung mehr im Stock. Deswegen haben wir eine Weilchen gebraucht, um die Wohnung zu finden. Fangen wir mal an mit einer Roomtour. Roomtour. Das ist hier das schöne Apartment. 2 Zimmer, Schlafzimmer, Wohnzimmer mit offener Küche. Gehen wir mal rüber ins Schlafzimmer. Fangen wir mal hier an. Hier die Wohnung. Hier war ein Zertifikat auch an der Wand seit 2010 oder 2011. Wurde die als Ferienwohnung betrieben, jetzt Corona-bedingt wurde der Betrieb eingestellt. Hier schön alles eingerichtet mit Matratzen, okay, Möbel, ja, ist nicht jetzt Luxury, aber ist okay. Gucken wir mal, Schrank ist auch leer, ja. Keine unerwarteten Dinge im Schrank, aber schaut doch alles ganz gut aus. Hier ist das Wohnzimmer mit der Küche, ist basic auch, aber funktioniert alles. Schöner Ablageraum noch, kleines Speisekämmerchen. Mit Waschmaschinenanschluss sogar, falls hier irgendwie jemand einzieht, dann mal wäscht. Also die Ferienwohnungsgäste haben natürlich nie gewaschen, die haben hier nur immer ihr Wochenende verbracht und dort hier hinterlassen, und es wurde dann wahrscheinlich geputzt und so weiter. Aber ja, es sieht doch ganz gut aus. Eingangsbereich auch nochmal mit einem Schrank. Hier schöner Schuhschrank und ein Basic Badezimmer, also altersbedingt guter Zustand, würde ich jetzt mal sagen. Nichts kaputt oder sonst was, aber ja klar, auch nicht mal das Neueste, aber ist da auch kein Problem. Dafür ist halt gut gepflegt, ist schon wichtig auch. Jetzt zeige ich mal das Wohnzimmer mit dem Highlight dieser Wohnung, die Aussicht. Die Aussicht ist wirklich killer, wirklich. Hier ultra flat HD, 4K-Fernseher, auch mit dabei. Dolby Atmos-Anlage und eine geile Couch, genau. Komm, wir checken die mal aus. Jetzt gehen wir raus. Hier ist es eine geile Aussicht, das ist wirklich ein Naherholungsgebiet mit Südwest-Ausrichtung. 1/2 Stunde Karlsruhe, 1/2 Stunde nach Stuttgart, und dafür ist halt die Wohnung echt perfekt, also als Weekend-Resident oder so. Ich sag mal Weekend-Residence, nicht Resident, Weekend-Residence, und geile Aussicht. Hier ist die Sonne gerade hinter den Wolken, aber wenn es schönes Wetter ist, scheint hier abends schön die Sonne her. Man hat eine richtig geile Aussicht. Da unten in der Stadt sind super leckere Restaurants,
haben wir eben auch uns einen Zwiebelrostbraten gegönnt und es war richtig, richtig gut. So, jetzt mal Tacheles, was geht hier, so Key Facts, Investor Facts. Also wir haben die Wohnung gekauft, aus einer Situation heraus, Eigentümer, Vermieter, als Ferienwohnung, Leerstand monatelang wegen Corona, verkaufen. Dann kamen wir, haben es gekauft, tatsächlich über ein Bieterverfahren, Höchstgebot abgegeben, weil viele fragen immer, wie kriegt man noch die guten Deals. Das Ding war einfach on-market Höchstgebot, ja, fertig. Und ich habe einfach ein gutes Bauchgefühl gehabt dafür, dass es jetzt einfach schlau ist, das Ding zu kaufen, weil einfach, hey, ich meine, geile Aussicht, guter Zustand, muss man mitnehmen zu dem Preis. Und es ist jetzt ein halbes Jahr im Bestand rumgedümpelt und jetzt mal schauen, was wir damit machen, weil die Prioritäten waren auf anderen Projekten. Hier ist nichts angebrannt, ist jetzt halt klar ein bisschen Finanzierungskosten sind draufgegangen und so weiter, aber halb so wild. Und hier auch eine schnelle Entscheidung, Objekt jetzt gesehen, im Visier gehabt und zack zugeschlagen und auch mit dem Höchstgebot, wie gesagt. Und dann ja, muss man halt manchmal die Mut haben zuzuschlagen. Jetzt gibt es verschiedene Szenarien, was wir damit machen können. Also eben wurden wir schon angesprochen im Gang, jemand hat Interesse die Wohnung zu mieten. Wir wurden schon angesprochen von anderen, die haben Interesse, die Wohnung zu kaufen. Gibt es auf jeden Fall einige Möglichkeiten. Sagt mal Bescheid, wie ihr die Ferienwohnung hier findet. Ob ihr euch auch eine Ferienwohnung ins Portfolio reinlegen würdet oder eher nicht. Jetzt meine Frage an euch. Was wollt ihr sehen? Findet ihr das interessant, wenn ihr so mein Portfolio seht, was wir gekauft haben? Oder was wollt ihr für Infos haben? Sagt mir Bescheid, was euch interessiert. Dann gehe ich da weiter auf diese Themen drauf ein. Wir sehen uns im nächsten Video.